Sei wenig des Spektatores, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte Geburtstag und ich habe mir selber ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht. Das steht auch jetzt hinter mir. Ja, es wurde Zeit für ein neues Schweißgerät. Ich brauchte ein Dünnblech-Schweißgerät. Das steht hinter mir. Ich wollte es mit euch auspacken. Ich habe es selber bezahlt. Ich habe das nicht von Firma Stahlwerk gesponsert bekommen. Ich musste es, wie gesagt, selber bezahlen. So wie auch die Drahtrollen, die ich dazu bekommen habe. Ein kleines Geschenk habe ich dazu bekommen, weil ich Grüße von Onkel Jan ausgeredet habe. Onkel Jan ist auch so wie ich YouTuber, halt ein bisschen erfolgreicher als ich. Bisschen in Anführungszeichen. Der arbeitet für Stahlwerk, hat einen YouTube-Kanal. Und er müsste mal vorbeischauen, werde ich meinen Videotext, quasi Videobeschreibungstext verlinken, wer oder was, wer Onkel Jan ist, was der so macht. Kommt auch aus Friesland, ähnlich sympathisch und authentisch wie ich. Könnt ihr mal vorbeigucken, würde mich freuen. Und ja, wenn ihr bei Stahlwerk bestellt und Grüße von Onkel Jan ausrichtet, bekommt ihr ein kleines Geschenk dazu. Was ich bekommen habe, weiß ich noch nicht, beziehungsweise ich habe es vergessen. Steht auf Lieferschein drauf, aber ich habe es vergessen. Ja, wir packen das mal aus und je nach Lust und Laune werde ich das mal probeschweißen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Das ist es, das Stahlwerk MIG 135M IGBT. Das ist das kleinste Schweißgerät, MAG-Schweißgerät von Firma Stahlwerk. Ja, haben wir einen Sitz in Bornheim in Deutschland. Ein leichtes MIG-MAG-Inverter-Schweißgerät mit MMA-Funktionen. Kann man auch Elektrode mitschweißen, kann man auch Fülldraht-Flux mitschweißen. Wir packen das jetzt mal zusammen aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt, das wollte ich mit euch zusammen machen. Ich habe sogar mal ein Cuttermesser bereitgelegt. Dieser Anblick hat mich gerade erwartet. Einmal ein Verschleißteile-Set und Draht. Ja, das war dann mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Wir sehen hier einmal die MIG 135 MIGBT. Das ist das Schweißgerät. Kann ich so mit einem Arm hochheben, voll niedlich. Ich finde das echt niedlich, das ist so richtig schön klein und kompakt und einfach süß. Wenn man denkt, das ist auch ein Schweißgerät hier, das hat knapp die dreifache Leistung, ist aber auch fünfmal so groß und zehnmal so schwer. Und das zehnmal so schwer meine ich nicht metaphorisch. So, das Schweißgerät war damit bei. Halbes Kilo Fluxdraht habe ich damit zubekommen. Also das gehört generell damit zu. Bedienungsanleitung, Gasschlauch. Ja. Dieses Verschleißteile-Paket, welches Gasdüsen, Düsenstöcke und Strom. Fällt mir der Name nicht ein. Beinhaltet. Das habe ich mir extra gekauft, kostet 20 Euro, glaube ich. Finde ich ganz wichtig zu haben. Ist nichts ärgerlicher, wenn einem die Ersatzteile ausgehen beim Schweißen. Was haben wir hier denn noch? Egal. Falls man Elektrode schweißen möchte, einen Schlackenhammer. Diese Ersatzstromdüsen waren halt damit bei. Stromdüsen hieß es, was mir nicht einfiel gerade eben. Einmal Gaskupplung. Drahtbürste zum Säubern, wenn man Schlacke entfernen will oder halt Rückstände vom Flux schweißen. Elektrodenhalter. Massekabel natürlich sehr wichtig. Dafür, dass es so ein günstiges Schweißgerät ist, macht das wirklich einen ziemlich stabilen und vernünftigen Eindruck. Schön mit Kupfer, das ist Kupfer, damit auch ordentlich Strom fließen kann. Hier eine für Anfänger, das ist wirklich ein Gesichtsschutz, ein Augenschutz. Muss man halt mal zusammenfalten. Kriegt man übrigens umsonst damit bei. So, gehen wir nochmal zum Tisch zurück. Ich habe mir hier zwei Rollen 1 Kilo Draht 0,8 Draht bestellt. Kostet einzeln 10 Euro, zusammen 16 Euro, knapp 17 Euro. Ja, und halt weil ich Grüße von Onkel Jan ausgerichtet habe, habe ich diese magnetische Schraubenschale umsonst bekommen, dieses Magnetarmband und diese Gummibärchen von Stahlwerk. Und die werde ich mir jetzt erstmal gut schmecken lassen. So, ich habe das mal eben zusammengebaut.
geht mit der Bedienungsanleitung ganz einfach. Wenn ihr Max schweißen wollt, müsst ihr das Massekabel einfach in die linke Öffnung in den Minuspol da einsetzen. Das geht ganz einfach. Sonst muss man eigentlich gar nichts machen, außer Kabelbinder durchschneiden. Hier nochmal die Massekartzange, wirklich stabil, macht wirklich einen vernünftigen Eindruck. MB15 Brenner, für das Preissegment auch wirklich in Ordnung. Man muss immer denken, das Gerät kostet glaube ich 219 Euro, dafür ist das echt nicht schlecht. Ich werde jetzt mit euch den Draht einlegen, ich habe das bei so einem Gerät noch nie gemacht. Ja, erstmal natürlich hier wahrscheinlich diese Verbindungsschraube vom Dorn lösen. Da passen 1 Kilo Spulen drauf, mit einem 16er Dorn meine ich. Leider passen natürlich keine 15 Kilo Spulen drauf. 15 Kilo haben natürlich den Vorteil, dass es aufs Kilo gerechnet billiger ist. Diese Rolle kostet 9 Euro, wenn ihr die einzelne bei Stahlwerk kauft, bei Amazon sind die auch nicht billiger. Kostet das Kilo knapp 10 Euro, wenn ihr eine 15 Kilo Rolle kauft, kosten die 15 Kilo 45 Euro, also aufs Kilo gerechnet 3 Euro. Ist natürlich auf Dauer bedeutend billiger. Ja, ist natürlich noch extra mal eingepackt, damit sich das bloß nicht aufrollen kann. Oder abrollen meinte ich eigentlich, und damit da keine Feuchtigkeit rankommen kann. Ist natürlich ein verkupferter Stahldraht, SG2 Draht, Spule S100, D100. Extra dafür gesorgt, dass da bloß keine Feuchtigkeit rankommt, dass es eventuell rosten könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie rum man das aufsetzen muss. Wahrscheinlich aber so rum. Ich mache das noch erstmal wieder fest. Mal den Spaß gegönnt, das auseinanderzubauen. Die Drahtspule ist richtig rum. Wir haben hier nicht nur eine 0,8er Vorschubrolle. Seht ihr, 0,8 ist da drin. Wenn ich es umdreht, ist es auch noch eine 0,6er. Wir haben hier 0,8er Draht, da brauchen wir auch die 0,8er Seite. Packen wir das schön wieder rein. Idiotensicher ist das. So. Jetzt versuche ich das mal, natürlich alles ein bisschen friemelig. So, einmal hier den Draht lösen. Ihr müsst immer dann denken, diese Rollen stehen unter Druck. Wenn ihr den Draht loslasst, rollen die sich ab und dann ist massig Geld im Arsch. Ich kneife das hier einmal ab, damit die Rolle sauber geführt werden kann. Natürlich verbogen, das kann man nicht mehr verschweißen. Immer schön festhalten, das gute Zeug. Einmal hier diese Arretierungsschraube lösen. Und dann kann man das da einfach durchfädeln. Tut mir leid dafür, dass ihr nicht sehen könnt. So, das hält schon mal. Ich mache das im Strom drauf. So, ich schalte den jetzt an. Bist du an? Ach, hey. Hinten muss man es auch noch anschalten. Man hört den Lüfter. Ja, ich hatte nichts besonders vergessen, ich hatte nur vergessen, den
die Stromspannung, Quatsch, die Stromstärke aufzuregeln. Jetzt lasse ich es einmal durchlaufen. Irgendwann müsste hier vorne Draht ankommen. Ich habe hier einmal die Stromdüse und die Gasdüse abgenommen. Da kommt was. Jetzt. Jetzt wieder die Gasdüse oben drüber. Gasdüse drüber. Da steht das gute Schweißgerät auf meinem alten Schweißgerät. Das steht nur auf dem alten Schweißgerät drauf, A, weil ich keinen Tisch frei habe, B, weil die Gasflasche eben hier auf meinem alten Schweißgerät steht. Ja, Schlauch war mit bei, war ganz einfach zu verkuppeln. Diese Verbindung war da mit drin, habe ich ja vorhin gezeigt. Und können wir gleich eigentlich mal Probe schweißen. Wir sehen können, das funktioniert. Ich habe leider kein Gas mehr. Aber das Gerät an sich funktioniert wohl. Das heißt, ich habe kein Gas mehr. Also ich habe schon Gas. Aber wenn ich jetzt hier die Flasche aufdrehe, strömt das hier aus. Wenn ich dagegen halte, nicht. Bleibt auch der Arbeitsdruck vernünftig. Wenn ich jetzt loslasse, sinkt der Arbeitsdruck und hier tritt Gas aus. Ich muss irgendwo eine Dichtung für haben. Ist natürlich verdammt ärgerlich, dass natürlich jetzt das Gas austritt und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Eigentlich muss da keine Dichtung, auch kein Teflonband drum. Das ist natürlich so eine ganz normale Steckverbindung wie beim Kompressor auch. Da muss in der Regel eigentlich, soweit ich weiß, kein Teflonband und eine Dichtung rein. Mich wundert natürlich gerade, dass da jetzt gerade bei mir Gas austritt. Das ist natürlich ein doofes Gefühl, wenn Gas austritt. Ich weiß, dieses Korgon oder dieses Gasgemisch kann nicht brennen, aber irgendwie ist es trotzdem blöd und kostet halt Geld und ist ungesund und tralala. Egal, muss ich mich die Tage mal drum kümmern. Werde ich mal nachfragen bei Stahlwerk oder bei Onkel Jan persönlich, dessen Kanal ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Ich bedanke mich jetzt mal für deine Hilfe. Nein, warum habe ich mir dieses kleine, dünne Schweißgerät gekauft, wenn ich doch ein großes Industrie-Schweißgerät da stehen habe? Ganz einfach. Das große Gerät kann nicht mehr, muss ich fairerweise sagen, Dünnblecharbeiten, Niedrigampere-Bereich schweißen. Unter 80 Ampere startet der nicht. Und weil ich keine Lust habe, damit zum Reparieren zu fahren, weil das genau das gleiche kostet wie das Gerät, was ich jetzt gekauft habe, habe ich mir ein neues Schweißgerät gekauft. Ja, und 7 Jahre Garantie von Stahlwerk sprechen natürlich für sich. Darum habe ich das halt gekauft. So, gibt natürlich viele Mitbewerber, aber mir hat das von Stahlwerk halt am besten gefallen. Darum habe ich mir das persönlich gekauft, ich habe es nicht gesponsert bekommen. So, warum wollte ich jetzt dieses Dünnblechgerät haben? Ganz einfach. Diesen Arbeitsspind, diesen Kleiderspind ehemalig, da will ich Werkzeuge drin disponieren, drin lagern. Mache ich jetzt auch schon, bloß halt durch diese Zwischenwände. Irgendwie überall Zwischenwände drin, geht aber so viel Platz flöten. Und diese Woche möchte ich halt rausbauen und halt Regalbohrten einschweißen. Hier habe ich so einen Schrank stehen.
Der hat halt durchgängige Borden. Ich mache halt Licht an, freundlicherweise. Der hat halt durchgängige Borden. Passt halt bedeutend mehr rein als in so einem Kleiderschrank, Kleiderspind, wie man es auch immer nennen will. Ich habe ungefähr jeder, der meine Rauchvideos kennt, ich habe hier noch so ein Spind stehen mit 4 Schränken, mit 4 Türen. Der soll auch umgebaut werden. Der passt so, obwohl der Schrank doppelt so breit ist, wie der, den ich gerade zuletzt gezeigt habe, weniger rein. Weil da auch diese blöden, nutzlosen, für mich nutzlosen Trennwände hat. Und die werden halt rausgebaut und kommen halt durchgängige Borden rein. Ja, diese Projekte werde ich natürlich auch visuell festhalten mit Kamera. Könnt ihr natürlich auch gucken. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kanal abonnieren würdet, Like da lassen würdet, Kommentar da lassen würdet. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, warum gerade bei mir Gas austritt. Ich weiß das nicht so genau. Ich entschuldige mich für mal die Unordnung. Wie gesagt, mir geht hier der Platz aus. Ich habe so viel neues Werkzeug bekommen in den letzten Monaten. Ja, darum müssen halt die Schränke jetzt umgebaut werden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman.